Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch ein paar Übungen gegen Verspannung machen, um den Nacken zu lösen und die Muskeln im Hals- und Nacken-Schulterbereich zu entspannen. Und ihr braucht dafür keine Handgeräte. Wir arbeiten auch nur im Sitzen und im Liegen, also ganz entspannt. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei und gib mir gerne ein Feedback, ob es dir vielleicht geholfen hat. Komm in den Sitz. Und du beginnst erstmal damit, die Handflächen in den Boden zu drücken, richtig runterschieben, richtig Druck mit den Händen in die Matte oder in den Teppich geben. Zieh die Schultern runter, öffne dein Brustbein und zieh den Kopf nach rechts. Rechtes Ohr zur rechten Schulter und drück jetzt mit der linken Hand noch ein bisschen mehr. Mehr in den Boden schieben. Drück fest mit der linken Hand in den Boden und lass den Kopf entspannt nach rechts fallen. Atme tief ein und aus. Noch einmal tief ein- und ausatmen und jetzt versuch mal mit dem linken Ohr nochmal nach oben zur Decke zu schieben. Jetzt möchtest du mit dem oberen Ohrbereich die Decke berühren. Vom Gefühl, lass die Atmung fließen, spür die Dehnung auf der Halsseite. Und jetzt lässt du nur das Kinn und den Blick nach unten rechts wandern und du schaust zu deinem rechten Knie. Bleib mit dem Kopf so in der Position und dreh nur den Kopf nach unten. Die linke Hand drückt weiter in den Boden. Atme tief ein und aus. Und jetzt setz die linke Hand mal ein Stückchen weiter nach hinten, so eine Handlänge. Und drück weiter mit der Hand wieder in den Boden. Atme tief ein und aus, heb deinen Brustkorb, mach dich groß und zieh das linke Ohrläppchen zur Decke. Drück mit der linken Hand in den Boden. Atme noch einmal tief ein und aus und langsam vorsichtig wieder aufrichten. Die Spannung gibt nach, spüre das. Und dann kreist du mit der linken Schulter mal nach hinten. Große Kreise vorn hoch zum Ohrläppchen ziehen, nach hinten runter. Und jetzt malst du mit dem Arm einen Kreis. Locker lassen dabei. Dreh dich ein bisschen mit. Der Kopf dreht mit. So weit es geht, um deine Beine herum. Den Kopf mitbewegen. Schau der Hand hinterher. Einmal und dann bringst du nur den Arm nach vorne, greifst mit der rechten Hand und ziehst den Arm nach rechts rüber. Locker lassen und ziehen. Locker lassen und ziehen. Noch dreimal richtig die Schulter herausziehen. Noch zweimal Schulter nach rechts rüberziehen. Einmal und leg jetzt die linke Hand auf die rechte Schulter und schieb mit der rechten Hand den Ellbogen nach oben und schau zur Decke. Schau nach oben dabei, die Nase zeigt durch deinen Arm und du schiebst den Ellbogen hoch. Atme tief ein und aus, bleib so, ich zeig's nochmal von der Seite. Du schiebst mit der Hand hier hoch, tief ein und ausatmen. Und lösen. Dann greifst du mit beiden Händen deine Knie, schön festhalten. Lehn dich jetzt rund nach hinten, ich zeige es nochmal von der Seite. Du machst dich rund, lässt dich richtig in dein Steißbein fallen, Zug auf die Arme und Kopf zwischen die Oberarme. Und zieh hier richtig die Schultern nach vorne auseinander. Schulterblätter öffnen, runder Rücken, Bauch einziehen, mach dich hier rund, zieh den Bauch ein und halte. Spür die Dehnung zwischen den Schulterblättern, zieh die Schulterblätter auseinander und die Schultern Richtung Ohren. Und langsam wieder aufrichten, locker die Schultern. Komm langsam wieder in die Aufrichtung. Beide Hände drücken fest in den Boden hinein, richte dich auf und zieh das linke Ohr zur linken Schulter. Rechte Hand drückt fest in den Boden.
und du spürst die Dehnung auf der rechten Halsseite. Lass die Atmung fließen und drück die rechte Hand fest nach unten. Schultern locker lassen, Schultern entspannt. Lass die Atmung fließen und stell dir vor, du möchtest mit dem rechten Ohr oben, mit dem oberen Ohrbereich die Decke berühren. Schieb das Ohr nach oben. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Und dann bleibt der Kopf so und du drehst nur das Kinn runter und schaust zum linken Knie. Spür jetzt, wie die Dehnung ein bisschen nach hinten wandert, zum hinteren Halsbereich. Schulter locker lassen. Und jetzt nimmst du deine rechte Hand und setzt sie eine Handlänge weiter nach hinten. Fest in den Boden drücken und weiter das rechte Ohr zur Decke schieben. Rechtes Ohr richtig nach oben ziehen, als würde dir das Ohr jemand nehmen vom Gefühl und so nach oben ziehen. Stell dir das mal vor. Lass die Atmung fließen und vorsichtig langsam wieder aufrichten. Ganz langsam, ganz langsam. Ist ein bisschen steif. Beweg nochmal den Kopf so leicht hin und her, ganz locker. Und dann beginnst du mit dem rechten Arm, um die Beine zu drehen. Der Kopf geht mit. Ganz locker der Arm, Schulter ganz locker. Und folge mit dem Blick der Hand. Und noch einmal in jede Richtung. Jetzt greifst du die Hand mit der linken Hand und ziehst nach links rüber und wieder locker lassen. Und rüberziehen, richtig rausziehen, die Schulter locker lassen. Lass die Atmung fließen, zieh die Schulter raus und locker lassen. Noch dreimal und locker lassen. Zweimal. Und einmal leg die rechte Hand auf die linke Schulter und schieb mit der linken Hand nach oben. Schau zur Decke, tauche durch den Arm hindurch, schau nach oben dem Ellbogen hinterher und drück den Ellbogen nach oben. Atme tief in den Brustkorb, mach dich ganz groß, zieh die Schulter nach oben, Bauch öffnet, Brust öffnet. Ist ein bisschen anstrengend, aber nutz die Atmung. Atme nochmal ein, schieb den Ellbogen nochmal hoch. Und ausatmen, locker lassen. Schüttel die Schultern aus. Kreis die Schultern mal im Wechsel. Rechte und linke Schulter nach hinten. Und beweg dabei den Brustkorb so ein bisschen mit. Der Brustkorb dreht sich so ein bisschen mit. Schulter nach hinten. Im Wechsel. Noch viermal. Noch dreimal. Noch zweimal. Einmal und lösen. Ich drehe mich seitlich, dann kannst du es besser sehen. Bring mal beide Hände hinter dem Po ganz eng zusammen. Löse ruhig mal die Beine, entweder ausschütteln, gestreckt oder aufgestellt, also so oder so, wie es für dich besser geht. Jetzt bring die Hände ganz eng zusammen. Die kleinen Finger berühren sich fast, so eng es für dich geht. Zieh jetzt die Schulter nach hinten, heb dein Brustbein und schau leicht zur Decke. Nase zieht nach oben zur Decke. Zieh die Schulterblätter richtig hinten zusammen und versuch dich hier Brust und Bauch zu öffnen. Atme tief ein, heb dein Brustbein und ausatmen lassen. Locker und zieh dein Kinn so weit runter, wie es geht, auf dein Brustbein. Atme wieder ein, Schulterblätter hinten zusammen, Brust hebt, Blick zur Decke. Ausatmen, Rücken locker lassen und Kinn runter, Schultern entspannen, Schultern fallen nach vorne, Kinn auf das Brustbein. Dreimal noch einatmen, Schulterblätter hinten zusammen, Brust hebt. Ausatmen, Schultern locker lassen, Kinn auf das Brustbein. Zwei mehr, einatmen und ausatmen. Und einmal noch, Schulterblätter nach hinten zusammen, Brustbein heben. Und
locker lassen. Schultern nach vorne fallen lassen, so ein bisschen schütteln. Und dann greifst du mal mit den Händen um deine Fußspitzen, also außen an den Knien vorbei, Fußspitzen greifen. Leg dich in deine Oberschenkel, sodass der Bauch richtig aufliegt. Und jetzt ziehst du mal mit einem Fuß die Schulter richtig nach vorne. Und du wechselst. Greif den Fuß und zieh mit Hilfe deines Fußes die Schulter nach vorne. Kopf locker, Kopf entspannt. Und lass richtig hier, ich zeig's mal richtig, die Schulter den Arm rausziehen, mit Hilfe deines Fußes. Mach weiter, Kopf locker lassen und spür richtig, wie das Schulterblatt nach vorne rausgezogen wird. Du kannst das Ganze, wenn du beweglich bist, auch mit gestreckten Beinen machen. Je nachdem, wie beweglich und flexibel du bist. Wichtig ist aber nicht, ob die Beine gestreckt oder gebeugt sind, sondern wichtig ist, dass du mit Hilfe des Fußes hier ziehst, den Arm lang ziehst, die Schulter rausziehst und der Rücken zieht sich hier auf der ganzen Seite lang, hier bis unter die Achsel. Kopf entspannt. Und spür richtig dabei, wie die Schulter nach oben zum Ohr gezogen wird, also richtig die Schulter zum Ohr. Wechsel noch zweimal hin und her, Kopf locker. Und noch einmal rechts und links. Und wieder aufrichten, lockern. Gut, du kommst in die Rückenlage. Leg dich einmal ab. Die Beine sind gestreckt, der Kopf liegt. Und jetzt drehst du den Kopf einmal nach rechts, soweit es geht. Rechtes Ohr in den Boden. Und der linke Arm hebt sich und zieht über den Kopf Richtung Boden, soweit es geht. Zieh den Arm richtig lang, die rechte Hand zieht runter, der linke Arm zieht hoch und das rechte Ohr schiebt sich in die Matte. Atme tief ein, zieh die Arme auseinander und ausatmen, komm zurück, Kopf rollt zur Mitte, Hände schließen. Einatmen, wechseln, zieh dich lang, ausatmen, komm wieder zurück. Einatmen, Kopf rollt entspannt am Boden, zieh den linken Arm nach oben, den rechten nach unten. Ausatmen, roll den Kopf, ohne zu heben, nur rollen, entspannt. Einatmen, rechter Arm zieht nach oben, linker nach unten. Ausatmen, zurück. Mach das in deinem Atemrhythmus. Zieh die Arme in beide Richtungen auseinander und beim Ausatmen roll den Kopf entspannt zurück. Du wirst merken, dass du bei jeder Bewegung immer ein bisschen weiter kommst und die Arme immer mehr ablegen kannst. Wichtig ist, dass du den Kopf entspannt rollst. Und folge deiner Atmung. Mit der Einatmung öffne deinen Brustkorb, mach dich groß, zieh die Arme auseinander. Mit der Ausatmung komm wieder zusammen. Wechsel das noch zweimal hin und her. Einatmen, langziehen. Ausatmen, zurück. Einatmen, lang. Aus, zurück. Die Hände schließen sich. Du stellst die Füße auf. Jetzt spann den Bauch an, drück den unteren Rücken fest in den Boden und bring langsam die Arme über den Kopf. Ich komme mal ein bisschen weiter runter, dass du es sehen kannst. Und du federst mit den Armen gestreckt Richtung Boden. Wichtig ist jetzt, dass du hier am Boden bleibst. Also drück den unteren Rücken runter in den Boden, spann den Bauch an. Langer Nacken, streck den Nacken, mach ein leichtes Doppelkinn und feder dann hier in die Länge. Weiter atmen. Schieb den Hinterkopf dabei in die Länge, mach weiter, versuch dich hier lang zu ziehen, als würde an deinen Haaren jemand so nach oben ziehen, wenn du noch Haare hast. Dann kannst du dir das vorstellen, die unteren Haare werden gepackt und werden nach oben gezogen. Mach ein Doppelkinn und drücke die Lendenwirbelsäule runter, halte den Kontakt. Streck die Arme ganz lang, feder hier, noch drei, noch zwei, eins. Und dann greifst du deinen Kopf und hebst mal nur den Kopf so hoch es geht, wie bei einem Crunch. Ich zeig's mal so ein bisschen diagonal, bleib so.
Und du versuchst das Kinn auf das Brustbein zu drücken und schiebst den Kopf nach oben, bis du eine Dehnung hier hinten im Nacken spürst. Halte das. Lass die Atmung fließen. Dehne den Nacken. Richtig so ein Doppelkinn machen. Hinterkopf zur Decke schieben. Und den Kopf leicht ranschieben, bis du die Dehnung bis in die Schulterblätter, bis in den Nacken spürst. Atme nochmal tief ein und aus. Und langsam ablegen, lösen. Komm über die Seite nach oben, dreh dich über die Seite langsam nach oben. Komm wieder in den Sitz zurück. Und dann bringst du die Hände einmal aufeinander wie so eine Genie. Und du drehst beide Arme nach links und schaust mal über die rechte Schulter nach hinten, soweit es geht. Kinn über die rechte Schulter und zieh den linken Ellbogen nach hinten. Wechsel die Bewegung. Schau über die linke Schulter, der rechte Ellbogen zieht nach hinten. Wechsel das mal ein paar Mal dynamisch hin und her. Lass die Schultern dabei locker und dreh den Kopf entgegengesetzt der Arme. Noch einmal zu jeder Seite. Kopf nach rechts, Arme nach links. Wechseln, Kopf nach links. Arme zurück und dann langsam die Arme in dieser Position mal über den Kopf heben, nach hinten ziehen. Schau leicht zur Decke und feder mal mit den Armen ganz leicht nach hinten. Mach dich groß, Brust öffnet, Bauch öffnet, zieh dich lang, atme tief ein, feder klein nach hinten und die Arme langsam lösen, lockern im Wechsel, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Bring die Arme nach vorne und schieb die Arme immer im Wechsel einmal nach vorne. Kopf locker lassen, Rücken locker lassen, immer im Wechsel. Rechter Arm, linker Arm. Wenn du so nicht so gut sitzen kannst, kannst du das auch zum Beispiel mit aufgestellten Beinen, mit langen Beinen machen. Wichtig ist, dass du den Rücken locker hast und immer einen Arm schieben. Richtig lang raus. Kopf entspannt. Richtig so, dass du den seitlichen Rücken ganz spürst und die Schulter richtig herausziehst. Noch zweimal jede Seite. Noch einmal jede Seite. Langsam wieder nach oben kommen. Okay, bring die Füße unter den Po. Komm entweder in den Fersensitz oder wenn du so nicht sitzen kannst, kannst du in den Kniestand kommen. Hände hinterm Po verzahnen, strecken und leicht nach hinten federn. Versuch dabei, die Schulterblätter nach hinten zu ziehen, Brust stolz. Schau leicht nach oben, mach dich groß im Brustraum. Atme tief in den Brustkorb ein und aus. Und einmal lösen, Hände vorne zusammenbringen. Mach den Rücken jetzt rund, Kopf zwischen die Oberarme und schieb mal die Hände aneinander vorbei. Reibe die Hände und schieb immer eine Hand nach vorne. Kopf locker, Rücken rund, Bauch einziehen. Und noch zweimal im Wechsel. Und noch einmal im Wechsel und lösen. Okay, dann noch einmal den Kopf kreisen. Du malst einen Halbkreis von rechts runter zur linken Schulter. Schau über die linke Schulter nach hinten und zurück. Das Ganze nur über unten. Halbkreis, über die rechte Schulter nach hinten schauen. Lass die Atmung dabei fließen. Schön groß, langsam, ganz achtsam. So, dass es dir nicht wehtut, aber du spürst bestimmt hier deine Verspannungen im Nacken, im Hals. Noch einmal zu jeder Seite. Lass die Atmung fließen. Schön groß. Schau so weit es geht nach hinten. Andere Seite. Und lösen, lockern. Bring die Hände auf die Schultern. Und mach nochmal eine Windmühle. Mit den Ellbogen nach hinten kreisen, der
Brustkorb dreht sich mit, der ganze Oberkörper dreht sich mit. Wenn du so nicht auf den Knien sitzen kannst, kannst du das auch im Kniestand machen, so wie es für dich geht, oder auch im Stehen. Dreh dich schön mit im Rücken. Ich mache es weiter auf den Füßen. Nochmal andersrum. Schön weit nach vorne ausgreifen. Schulterblätter auseinanderziehen. Richtig die Schulterblätter mit nach vorne ziehen. Die ganze Wirbelsäule mitbewegen. Und noch einmal schön groß. Und dann bring die Hände nach vorne. Krabbel mit den Fingerspitzen weit nach vorne. Mit gestreckten Armen. Bis der Po jetzt über deinen Knien schwebt. Schieb die Arme ganz gestreckt lang nach vorne und lass dich jetzt nach unten fallen. Ich zeige es von der Seite, bleib so. Po ist über den Knien, Arme gestreckt, Kopf locker. Und Feder mal so ganz klein nach unten, Kopf entspannt. Die Nase zieht Richtung Matte, nach unten, Ellbogen in der Luft. Bauch und Brust wollen nach unten zur Matte. Noch einmal tief federn und langsam nach oben kommen. Komm in den Kniestand nach oben. Lass die Arme locker und schlender nochmal mit ganz entspannten Armen. Mit dem Kopf nach hinten drehen, um den Rücken. Locker die Wirbelsäule aus, Arme ganz entspannt. Nimm die Arme ein bisschen höher und feder jetzt zweimal zu jeder Seite. Zwei Federbewegungen mit den Armen nach hinten ziehen. Zweimal wechseln. Zweimal wechseln. Der Kopf dreht mit. Ich zeige es nochmal von der Seite. Mach weiter. Zweimal wechseln. Jetzt bringst du die vordere Hand auf den Brustkorb und die hintere Hand wird gestreckt. Wechsel. Mit dem hinteren Arm gestreckt federn und dem Arm hinterher schauen. Kannst du auch im Sitzen machen, so wie es sich besser anfühlt, oder im Kniestand. Noch einmal jede Seite. Und komm dann in den Vierfüßlerstand und beweg jetzt mal den Rücken durch in alle Richtungen, runden, strecken, Kreise malen, zur Seite beugen, Kopf lockern, schütteln, mal nicken oder mal nein sagen, hoch und runter, mit dem Po mal hin und her wackeln, wie so ein Hund, der sich freut, lockert den unteren Rücken. Und wenn du dich soweit ausgelockert hast, dann hast du es soweit geschafft. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Ich hoffe, du hast dich hier ein bisschen entspannt. Du musst das natürlich öfters machen, damit es auch dann was bringt und auch regelmäßig. Aber vielleicht hast du jetzt schon gespürt, dass es total gut getan hat. Ich freue mich über ein Feedback und bis nächstes Mal. Ciao.